Grüß euch, meine lieben YouTube-Freunde. Jetzt will ich euch mal etwas vorstellen, und zwar Tabakschneider. Ich denke, dass das schon Tabakschneider sind. Ob das für Fleck geeignet ist, weiß ich nicht. Vielleicht für einen Tabakstrang, dass das da besser dafür geeignet ist. Ich zeige euch jetzt mal die zwei Tabakschneider. Die habe ich vor einigen Jahren, ich glaube schon ein paar Jahren, 7, 8 Jahren ist das her, habe ich die mal gekauft und selbst restauriert. Ich zeige euch jetzt mal eins von den zwei. Muss ich das mal ein bisschen darunter. So, das ist erst einmal der erste Tabakschneider. Der war in einem erbärmlichen Zustand. Das Messer war hier total verrostet. Und ja, dann habe ich das wieder sauber abgeschliffen und mit so einer Farblackdose oder Farbdose besprüht. Schon mal zu den Maßen. Das Teil ist 12 cm lang, 6,5 cm tief und die Schneidbreite von den Tabakschneider hat 4 cm mal in der Breite wieder 3 cm, also Höhe 4, Breite 3 cm. Jetzt probieren wir das einmal aus. Natürlich könnte man das noch ein bisschen schöner mal mit Leinenfirnisöl einschmieren, aber ich habe jetzt das mal so natura gelassen, diesen Griff. Ich habe da so einen Tabak von Peter Heinrichs, dem Fleck Nummer 60. Da habe ich mir jetzt da ein bisschen was hergerichtet. Den tun wir jetzt mal da rein und schauen wir mal, wie sich der schneiden lässt. Ich habe wirklich noch nie probiert mit dem Teil. Das ist jetzt das erste Mal. Funktioniert ganz gut, wie man sehen kann. So, so schaut es aus. Dann tue ich das mal da in meine Becher da rein, weil dann tue ich mir dann später eine Pfeife stopfen. Das tue ich dabei mal auf die Seite und dann zeige ich euch den nächsten Tabakschneider. Der nächste Tabakschneider, der ist etwas größer. Der war auch total hinüber, sag ich jetzt einmal. Habe ich das Holz abgeschliffen, schön eingelassen, mit so einer braunen, schönen, nussbraunen Farbe. Weiß nicht, ob man es so erkennen kann. Das Messer, wie gesagt, war auch total fertig. Habe ich da schön ausgeschliffen. Wie gesagt, der Griff, den könnte man noch einlassen wieder, oder man lässt ihn so. Ein bisschen was in einem alten Zustand wollte ich es doch lassen. Und das haben wir dann auch wieder schön mit Sprühlack oder Sprühfarbe lackiert. Jetzt probieren wir mal den. Den habe ich auch noch nie ausprobiert. Wie gesagt, ich habe den schon etliche Jahre da in meinem Zimmer. Tue ich mal jetzt mal das rein. Natürlich ist so ein Strang wahrscheinlich tausendmal viel besser zum Schneiden. Jetzt probieren wir mal den aus. Lässt sich auch hervorragend schneiden, wie ihr sehen könnt. Hier sind's. Schneiden wir mal weiter. So, das lasse ich jetzt mal gut sein. Dann hat man da hier schon gleich eine schöne Ablage, wo der Tabak schon drauf ist. Zu diesem Gerät, das ist schon ein bisschen länger. Das hat eine Länge von 32 cm, eine Breite von 11 cm und wo wir den Tabak da schneiden können, die Durchführung hat gute 3 cm mal 3, also 3 mal 3 cm. Jetzt wenn man dazu vergleicht, mal den
Tabakschneider hinstellt, dann kann man das schon sehen, welcher Unterschied das da ist. Also er ist schon wesentlich größer, aber auch schön, finde ich. Ja, jetzt stopfen wir sich da mal ein Pfeifchen damit, mit dem geschnittenen Tabak. Da habe ich hier so eine kleine Moonlight-Pippe wieder. Die ist ein kleines Füllvolumen, wie man sehen kann. Also ganz ein kleines Pfeifchen so für zwischendurch. Den stopfe ich jetzt mal da leicht. Das habe ich da geschnitten mit den zwei Tabakschneider. Und den werden wir jetzt uns dann genießen. So, Pfeifchen ist gestopft. Fertig. Machen wir das mal höher. So, Adele, jetzt haben wir das auch wieder. Pfeifchen, wie gesagt, ist gestopft. Die werde ich mir dann später anzünden. Eine schöne Moonlight-Pippe wieder. Ist was für zwischendurch, für die Kälte für draußen. Okay, ach, was ich noch sagen wollte. Diese zwei Tabakschneider, wer Interesse hat, die sind zu erwerben, schreibt mir eigentlich würde ich sagen, schreibt mir auf den Kommentarleisten rein. Wer Interesse hat, kann sich gern mit mir in Verbindung setzen. Weiß nicht, was ich verlange, aber da werden wir sich schon irgendwie einig werden über den Preis. Also wie gesagt, diese zwei Tabakschneider, ich zeige es nochmal kurz her. So. Wunderbar. Also ihr habt ja gesehen, es funktioniert wunderbar. Ich denke, dass mit dem Tabakstrang noch etwas besser geht. Das muss super hinhauen. Und hier nochmal der kleine Tabakschneider. So, wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Die sind zu verkaufen, zu veräußern. Und dann wünsche ich euch in diesem Sinne noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Albert, 40.